Wir beschäftigen uns heute also nochmal mit quadratischen Funktionen, quadratische Funktionen und Anwendungen desselben und Anwendungen. Eine Frage: Wenn ich einen Würfel von 1 cm Kantenlänge habe und diese Kantenlänge um 1 mm vergrößere, um wie viel vergrößert sich das Volumen? Also die Frage, da macht man sich am besten eine Skizze und vergegenwärtigt sich, dass da was passiert. Also 1 cm wird um 1 mm größer und wenn ich das entsprechend miteinander multipliziere, kommt nicht das 1,1-fache, sondern das 1,331-fache raus. Jetzt müsste es ganz leicht sein, wenn ich also 1 cm Kantenlänge habe und ich verdopple den, wie viel Kubikzentimeter müsste rauskommen? Drastische Vergrößerung, wenn ich sage, ich mache das mal in grün, wenn ich also plus 1 cm dazu nehme, dann habe ich automatisch 8 Kubikzentimeter. Also vorsichtig, ne? Das wird drastisch größer. Und jetzt auf unserer Buchseite 158 ist eine schicke Aufgabe und die machen wir mal vorher noch. Auf Seite 158 die Aufgabe, welche ist das? 3. Die heißt, wenn man, am besten ihr schreibt jetzt in Kurzform mit, wenn man bei einem Würfel, bei irgendeinem Würfel, sage ich mal dazu, die Seitenlängen um 1 cm vergrößert, so vergrößert sich sein Volumen um 127 Kubikzentimeter. Nochmal, wenn man bei irgendeinem Würfel die Seitenlängen um 1 cm vergrößert, so vergrößert sich sein Volumen um 127 Kubikzentimeter. Bestimme die ursprüngliche Seitenlänge. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich mir das per Skizze klar mache, ich habe hier also ein Würfelchen und sage, dieses Würfelchen, irgendeins, ich weiß noch nicht, wie lang die Seiten wirklich sind. Dann sage ich, okay, nenne ich die alle, pardon, nenne ich die alle x. Aber wenn ich die um 1 cm alle vergrößere, ergibt sich ein Volumen, das größer ist als 100, größer ist als vorher und zwar größer um 127 Kubikzentimeter. Ich habe also ein V, nennen wir das V, V0, Ausgangszustand und das wäre dann, das neue wäre V1. Das neue Urzustand 0, ne, zum Zeitpunkt 0 und dann kommt einer und macht in der nächsten Zeit dann diesen Zentimeter überall länger und dann habe ich ein V0 plus 127 Kubikzentimeter. Bastelt mal eine Gleichung raus. Wir probieren es erstmal in unserem kleinen Modell aus. Und zwar, wir sagen V0 wissen wir hier nicht. Natürlich wissen wir, das muss ein Kubikzentimeter rauskommen. Wir sagen hier zu der schwarzen Seite jeweils, sagen wir x. Wir wissen, es muss ein Zentimeter rauskommen. Und wir stellen mal folgende Gleichung auf. V0 ist ein Kubikzentimeter, das ist theoretisch unbekannt hier, das wissen wir nicht. Aber V0 ist x hoch 3. Und wir wissen auch, dass das neue Volumen hier V1 8 Kubikzentimeter sein soll. Wir stellen uns also praktisch die Aufgabe rückwärts. V1 wird dann sein V0 plus 7 Kubikzentimeter. V1 lässt sich aber auch errechnen, indem ich sage x plus 1 Zentimeter in Klammern hoch 3. V1 lässt sich aber auch so errechnen, dass ich sage x hoch 3 plus 7 Kubikzentimeter. Ist das richtig so? Die 7 Kubikzentimeter kommen daher, dass ich sage, 8 Kubikzentimeter hat der neue Würfel. Und wir tun ja so, als wenn wir nicht wissen, dass vorher V0 ein Kubikzentimeter war. Also, wenn ich die Seite jedes Mal, alle Seiten, um 1 Zentimeter vergrößere, erhalte ich ein Volumen, das um 7 Kubikzentimeter größer ist. Vorher war es 1, jetzt sind es 8 Kubikzentimeter. Stimmt x hoch 3? Klar, x hoch 3 ist unser V0. V0 ist x hoch 3. So, und wenn wir da jetzt mal rangehen, also diesen Kram hier uns mal schnappen und uns praktisch eine Modellaufgabe errechnen, dann kommen wir vielleicht weiter. Dann kann man dieses Verfahren vielleicht auf den großen Würfel anwenden. Ne, ich mach's mal gleich so. Schwupp. Ich füge das mal hier ein und wir rechnen mal hier mit diesem Zeug weiter. Jetzt kann ich das ja gleichsetzen, ne? Im Moment, jetzt sage ich, okay, das heißt hier, x plus 1, jetzt sagen wir mal, eine Längeneinheit ist 1 Zentimeter und damit
sind wir erstmal die Einheiten los. Wir können sie hinterher wieder ersetzen. X plus 1 in Klammern hoch 3 soll sein wie x hoch 3 plus 7. Achtung, x hoch 1 in Klammern hoch 3 kann ich auch schreiben als x plus 1 hoch 2 mal x plus 1. Das geht leichter, weil ich jetzt nämlich die erste binomische Formel anwenden kann. Die hieße x² plus 2x plus 1. Den ganzen Mist jetzt können wir schneller damit mit der restlichen Klammer multiplizieren und dann wird es leichter. So, x² mal x ist x hoch 3. x² mal 1 ist x². 2x mal x ist 2x hoch 2 und 2x mal 1 ist 2x. Jetzt komme ich langsam ins Schleudern mit dem Platz hier. 1 mal x ist x und 1 mal 1 ist 1. Soll sein x hoch 3 plus 7. Jetzt gucken wir uns diesen Kram erstmal auf der linken Seite an und auf der rechten Seite und sagen, aha, das ist ja schick, hier x hoch 3, wenn ich sage minus x hoch 3 und wir fassen dann weiter zusammen und zusammenfassen. Dann kann ich sagen, minus x hoch 3 bedeutet auf beiden Seiten, die fliegen raus, die x hoch 3. Jetzt fassen wir die x-Quadrate zusammen. Dann heißt die neue Zeile hier, x² und 2x² sind 3x². Dann haben wir die schon mal weg. 2x plus x ist 3x. Ja, hier haben wir das weg und das weg. Und plus 1 schreiben wir dahinter und plus 7 schreiben wir dahinter. Und jetzt sieht das schon fast aus wie eine quadratische Gleichung, denn wenn wir jetzt noch die 7 hier rüberbringen, also minus 7, dann haben wir 3x² plus 3x, na, minus 6 ist gleich 0. Und ich bin Verfechter der PQ-Formel, weil es jetzt viel schneller geht. Ich teile durch 3, dann bin ich nämlich eine Sorge los. Dann heißt meine Gleichung, die ich lösen muss, x² plus x minus 2 soll 0 ergeben. Naja, und der Rest ist jetzt ganz leicht. Aber wir wollen ja, dass x ist gleich 1 rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Macht mal fertig schnell an der. Jetzt haben wir zwei Lösungen, wie erwartet, mit der PQ-Formel rausgekriegt. Und zwar hier eine erste und eine zweite Lösung. Und die können wir uns schenken, weil eine negative Seite, ich habe es noch nicht gesehen. Antimaterie, vielleicht ja, aber so nicht. So, also, das hat funktioniert. Und jetzt wendet das mal auf diese Aufgabe an. Dieses Verfahren. Nochmal klar machen, was haben wir hier gemacht? Wir haben hier gesagt, das eine Volumen ist so, das andere ist so, aber dann ersetzt man und dann kann man gleichsetzen. Und jetzt probiert das mal mit der Aufgabe von 158 aus. Also, wir haben uns nochmal klar gemacht anhand einer Modellaufgabe, nämlich unser Modell. Wir haben ja gesagt, was ist, wenn ich die Seiten 1 cm vergrößere, dann erhalte ich 8 Kubikzentimeter und haben uns hier für diese große Aufgabe mit den 127 Kubikzentimetern mehr, haben uns praktisch hier mal blöd gestellt und haben gesagt, das wissen wir, aber das ist uns jetzt mal egal, das wollen wir nicht wissen. V0 ist ebenso nicht unwichtig, wollen wir gar nicht wissen. V0 errechnet sich nur aus, auch die Seite wollten wir nicht wissen, x hoch 3. Dementsprechend ist unser neues V1, Bürokratie mal bitte weglassen jetzt, ist unser V1, V0 plus 7 Kubikzentimeter. Denn 8 Kubikzentimeter war ja unser neues Volumen, also um 1 mehr. Dementsprechend haben wir gesagt, V1 lässt sich also errechnen, indem ich sage, x, wo ich mich unwissend stelle, x plus 1 cm in Klammern hoch 3. Und V1 lässt sich aber auch so ausdrücken, dass ich sage, x hoch 3, nämlich mein V0. Kleinen Moment. So. Oder ich kann es auch so ausdrücken, indem ich sage, das ist mein V0, x hoch 3 plus 7 Kubikzentimeter. Das haben wir dann ausprobiert. Hier. Das rot angeschriebene haben wir dann später bloß ersetzt. Das heißt also, wenn ich hier von der 7 ausgehe, ne, x hoch 3 plus 7, ich habe mir diese Gleichung hier gleichgesetzt, hier mal den Trick genommen, dass ich sage, in Klammern hoch 3 nehme ich als in Klammern hoch 2 mal einmal die Klammer, dann kann ich hier die binomische Formel anwenden. Nach zusammenfassen steht auf der linken Seite ein ziemlich, nach ausmultiplizieren steht ein langer Wurm von lauter x und x² und so weiter. Und auf der rechten Seite auch ein x hoch 3. Die kann ich durch minus x hoch 3 auf beiden Seiten töten. Und durch Zusammenfassen erhalte ich eine quadratische Gleichung. Die kann man dann wieder entsprechend mit PQ-Formeln lösen, wenn man das alles durch 3 geteilt hat. Und dann haben wir für unser großes Ding, haben wir bloß noch letzten Endes
die 7 Kubikzentimeter mehr durch 127 Kubikzentimeter mehr ersetzt. Dann entsprechend bloß noch umgerechnet. Das kann man dann schön zu Hause selber nachvollziehen. Dann ergibt sich diese Formel hier mit der roten minus 42. P ist das, Q ist das. Eingesetzt in die PQ-Formel 168 Viertel sind 42, ne? Und 169, die Wurzel daraus ist 13, Wurzel aus 4 ist halb, also 2. Und dann kam eine Lösung raus und noch eine Lösung. Man konnte im ersten Beispiel sagen, das war das, was wir wollten, hier die 1 Zentimeter. Und das andere ist deswegen sinnlos, weil es gar nicht gehen würde. Man kann es auch probieren und einsetzen und sagen, wenn ich eine negative Seite erfinden kann, na, dann bin ich gut raus, dann hätte ich Antimaterie erfunden. Schon alleine deswegen fällt es weg, aber auch durch Ausrechnen würde es entfallen. Das gleiche hier, hier kommt eine Seitenlänge von 6. Wir wissen ja, wir haben ersetzt, eine Längeneinheit ist 1 Zentimeter. In diesem Fall kann man hinterher wieder schreiben, dann im Antwortsatz 6 Zentimeter ist die ursprüngliche Seitenlänge. So, das heißt also, wenn man bei solchen quadratischen Gleichungen zwei Lösungen hat, muss man immer entscheiden, welche ist die praxisgerechtere. Eine negative Seite wird es kaum sein und durch Einsetzen werde ich auch rauskriegen, dass es Blödsinn ist, also so funktioniert es. Das bis dahin. Das Schwierige ist immer, sagen wir mal, die Umgangssprache in mathematische Formen zu fassen. Wir haben mal eine Übung dazu gemacht, also ich habe zum Beispiel gesagt, wenn ich das Dreifache einer Zahl um 2 erhöhe oder wenn ich zum Dreifachen einer Zahl 2 addiere, erhalte ich das Vierfache der Zahl, ne? 3x plus 2 ist 4x. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eine Zahl mit sich selber multipliziere und 5 abziehe, erhalte ich das Vierfache der Zahl. Die kann man jetzt lösen. Das wäre jetzt aber albern. Die kann jeder lösen, müssen wir nicht machen. Löst mal bitte bloß mal die zweite, ganz schnell, weil ich habe die schnell aus dem Kopf ermittelt. Ich weiß nicht, ob die lösbar ist. Macht mal bitte. Also wir haben die untere mal schnell umgemietzelt. Ich glaube aber, die geht auf, denn wenn ich die umstelle in diese Form, habe ich eine Normalform, die ich 0 setze und kann die PQ-Formel anwenden. Und hier drunter ergibt sich 9, also funktioniert das. Verzichten wir jetzt mal drauf, kommen wieder zwei Lösungen raus und so weiter. Das war jetzt bloß mal nochmal zur Übung. Wir kommen mal noch zu einer weiteren Aufgabe auf dieser bewussten Seite 158. Schreibt ihr mal mit. Wenn man bei einem Würfel, wir haben wieder einen Würfel, wenn man bei einem Würfel die Seitenlängen verdoppelt und noch um 1 Zentimeter vergrößert. Also, wenn man bei einem Würfel die Seitenlängen verdoppelt und noch um 1 Zentimeter vergrößert, so vergrößert sich der Oberflächeninhalt um 576 Quadratzentimeter. Wie groß sind die Seiten? Nochmal, wenn man bei einem Würfel die Seitenlängen verdoppelt und noch um 1 Zentimeter vergrößert, so vergrößert sich der Oberflächeninhalt um 576 Quadratzentimeter. Der Oberflächeninhalt wohlgemerkt. Oberfläche ist alles, ne? Alle sechs Flächen zusammen. Also wenn ich mir hier dieses klar mache, Oberflächeninhalt, AO 0, 0, deswegen mit einer EDV 0, wird berechnet, indem ich die eine Seite des x mal x sechsmal nehme und dann habe ich die gesamte Oberflächen, den gesamten Oberflächeninhalt. Und wenn ich jetzt mal den Text so in eine mathematische Form fasse, wie eben in diesem Übungsbeispiel, dann müsste das heißen, wenn man bei einem Würfel die Seitenlängen, die ich noch nicht kenne, verdoppelt und noch um 1 Zentimeter vergrößert, dann erhält man und so weiter und so fort. Jetzt so ähnlich wie hier die Sprache umgesetzt, heißt es, wenn ich die Seitenlängen, die ich noch nicht kenne, verdopple und um 1 Zentimeter verlängere, dann erhalte ich etwas und so weiter. Jetzt haben wir aber vorher gesagt, wenn es um die Oberfläche geht, muss ich sagen, 6 mal x Quadrat. Meine neue Seite, die neue, die muss ich quadrieren. Also ich muss die erst verdoppeln, einen Zentimeter länger machen und dann darf ich rechnen. Dann darf ich damit rechnen. So kann man sich dieses in Klammern zum Quadrat vorstellen. Dann erhalte ich die ursprüngliche, ist ja 6x Quadrat, die ursprüngliche Größe plus die 576 Quadratzentimeter. Erstmal bis hier hinschreiben. Jetzt können wir die Festlegung treffen. Eine Längeneinheit ist gleich 1 Zentimeter. Und jetzt können wir ohne alles weitermachen, ohne Zentimeter und dann unserem Handwerk nachgehen. Macht mal. Pardon, natürlich, wenn ich das so mache und natürlich muss ich den ganzen Mist nochmal 6 nehmen, damit ich eine echte Oberfläche erhalte. Ganz genau. Hier, das war's noch. Danke für den Hinweis.
Gut, als erstes habe ich mir diese Formel hier genommen und das hier ausgerechnet. Die 6 lasse ich erstmal noch stehen. Und in der Klammer ausgerechnet ergibt das dann 4x² plus 4x plus 1. Also das lasse ich erstmal so stehen. Und da wir ja hier die Längeneinheit festgelegt haben, muss ich das da auch nicht mehr hinschreiben. Als nächstes habe ich das alles mal 6 genommen. Dann wurde Ihnen hier draus 24x², hier draus 24x und 6. Und das schreibe ich erstmal wieder so ab. Als nächstes habe ich das alles durch 6 geteilt, damit ich einfacher weiterrechnen kann. Das sind dann hier 4x² plus 4x plus 1 ist x² plus 576 durch 6 ist 96. Als nächstes habe ich das alles auf die andere Seite gebracht, also minus x² und minus 96. Das ist hier 3x². Oh. Minus 4x. Entschuldigung, plus 4x. Das hat Oh. dazwischen geredet. Plus 4x. So, jetzt. Minus 95 ist gleich 0. Und hier kann ich das jetzt noch durch 3 teilen, damit ich die PQ-Formel anwenden kann. Das sind dann x² plus 4 Drittel x minus 95 Drittel. Dann kann ich das jetzt hier in die PQ-Formel einsetzen. Also es ist P und das ist im Q. Ja, also diese Werte hier habe ich jetzt in die PQ-Formel eingesetzt, hier und dort, und habe das dann so weit ausgerechnet, dass ich hier keine Wurzel mehr hatte. Und damit konnte ich dann x01 als erstes ausrechnen. Das waren 30 Sechstel, weil ich habe das hier eben gerechnet und 30 Sechstel gekürzt sind 5. Das ist ein positives Ergebnis sozusagen. Wenn ich jetzt 4 Sechstel minus 34 Sechstel rechnen würde, weiß ich jetzt schon, dass es negativ wird. Und hier kann ich keine negativen Zahlen gebrauchen bei dieser Aufgabe, weil es gibt keine negativen Längen, weshalb ich dann das gar nicht weitergerechnet habe. Schön. Und das war die Lösung der Aufgabe. Gut, nachdem wir jetzt hier wunderbar die Anwendung des Handwerkszeuges zu dieser Aufgabe hatten, ne? Ich erinnere nochmal, deswegen habe ich nochmal die Zahlen hier reingeschrieben. Hier unten liegt eine 6 auf dem Rücken, hier eine 2, das sind 6 Flächen. Und dann hier wunderbar erklärt. Und mit Brüchen gearbeitet, geht 10-mal besser, kommt man ganz schnell zu einer vernünftigen Lösung und die sind 5 cm gewesen. So, dann hören wir an dieser Stelle auf. Ich sage allen Zuhörern schon mal jetzt schöne Ostern.